strahlende Gesichter und funkelnde Olympiamedaillen. Ein unschlagbares Duo. Moment, da fehlt doch was. Etwas, das ein Extralächeln ins Gesicht zaubern soll, nämlich Blumen für die deutschen Sportler und Sportlerinnen. Ja, die sind sehr ausgefallen und ich glaube, es handelt sich mit Sicherheit eher um brasilianische Blumen. Und schaut recht fetzig aus, oder? Ich freue mich über den Strauß natürlich sehr. Und ja, darf man nur ein paar kommen. Bunte Blüten, kunstvoll gebunden, ein echter Hingucker. Selbst die Hostessen im Deutschen Haus tragen Blumen im Haar. Die Inspiration kriegt man schon dadurch, dass wir da vorne den Strand haben. Wir haben eine totale Beach-Atmosphäre, das Ganze im tropischen Klima von Brasilien. Und da lag es eigentlich ganz nahe, dass wir dann auch mit heimischen, einheimischen Pflanzen und tropischen Materialien arbeiten. Hip und modern, Floristik mal ganz anders. Das ist das Motto von Fleurops jungen Wilden. Mit ihrer Deko und den außergewöhnlichen Gestecken wollen sie in Rio überraschen. Wir sind ja ein Meisterhandwerk und dieses soll dann auch überzeugend dargestellt werden. Und auch einfach mal das Gefühl dem Betrachter geben, okay, was geht denn noch außer diesem kleinen rundgebundenen Gesteck? Und hier alles ein bisschen freier, ein bisschen tropischer, ein bisschen lockerer. Jede Blume hat ihren Freiraum und kann ihre Schönheit entfalten. Stolze Medaillengewinner und blumige Highlights. Das passt perfekt zusammen.